Ja, hallo Freunde, heute geht es wieder um eine Montage zum Wallerangeln. Ich wurde vor kurzem angeschrieben, wie die Unicat Distance Ground Floater angewendet werden bzw. montiert werden. Dazu habe ich mir gedacht, mache ich ein kleines Video. Vielleicht habt ihr die Dinger schon mal gesehen. Das sind jetzt keine U-Posen, die man aufs Vorfach zieht, sondern das sind Auftriebskörper, die auf der Hauptschnur laufen und so den Köder in verschiedenen Tiefen anzubieten. Zur Montage. Wie erwähnt, die Dinger werden nicht auf das Vorfach gezogen, sondern auf die Hauptschnur. Ohne Stopper oder irgendwas. Dann zusätzlich eine Perle, um das Ganze am Hauptwirbel zu stoppen. Und dann wird der Hauptwirbel montiert. Bei der Montage braucht man keinen Easy Clip zu verwenden, um die Reißleine einzuhängen, weil an dem Ground Distance Floater ist ein Wirbel dran, wo die Reißleine eingehängt wird. So, alles was übersteht, wird abgeschnitten. So sieht das also aus. Hier ist mein Hauptwirbel, meine Perle und dann kommt schon der Ground Distance Floater. Das ist jetzt in 350 Gramm, gibt es auch noch in 500 Gramm. Ist aber normalerweise ausreichend in Deutschland im Fluss mit 350 Gramm zu fischen. Ich habe jetzt mal einen Stein vorbereitet. Als Gewicht, quasi als Abreißstein. An dem montiere ich jetzt die Reißleine. Kann man entweder festknoten oder einschlaufen. Das ist ganz egal. Ich knote die jetzt mal fest. Und jetzt kann ich an Länge der Reißleine die Tiefe bestimmen, in der ich meinen Köder anbieten möchte. An dem Ground Distance Floater ist hier unten ein Wirbel und da wird jetzt die Reißleine eingehängt. Das heißt, wenn ich die jetzt hier auf der Höhe kürze, biete ich meinen Köder ca. einen halben Meter über Grund an. Wichtig ist bei der Montage, dass man die Rute nicht durchspannt. Würde ich die Rute durchspannen, würde ich quasi alles zur Rute hin auf Grund ziehen. Macht keinen Sinn. Deswegen das Ding abgelassen, der Auftrieb ist da, die Rute wird nicht gespannt. An meinem Hauptwirbel kommt jetzt das Vorfach, an dem ich keine U-Pose dran mache, keine U-Pose verwende und das Vorfach nicht zu lange wähle, sodass der Köder sich auf Grund legen kann. Gerade in Deutschland mit Totenköderfisch bei mittelmäßiger Strömung würde ich sagen, ungefähr eine Vorfachlänge von einem Meter. Dann wird der Köderfisch schön hier auf einem halben Meter über Grund in der Strömung flattern. Ein kleiner Tipp von mir, verwendet bei der Montage Monovorfach. Das Monovorfach streckt sich in der Strömung ein bisschen mehr und die Gefahr, dass sich das hier verkuddelt, ist eigentlich so gut wie ausgeschlossen. Ja, das war es eigentlich schon zu der Montage. Probiert die Dinge einfach mal aus. Wie gesagt, ganz wichtig, die Rute nicht durchspannen, damit ihr das Ganze nicht wieder auf Grund zieht. Der Auftrieb sorgt dafür, dass es schön stramm in der Strömung steht. Und Monoschnur verwenden, hatte ich erwähnt. Ansonsten sollte das
der Kabelbinder mal porös werden oder kaputt gehen, wie auch immer, kann man den ganz einfach austauschen. Deswegen bewusst Kabelbinder und nicht hier fixiert in der Pose drin, was abbrechen kann. Also es ist eigentlich ein ganz einfaches System, aber total fängig, und ich wünsche euch viel Spaß damit und wir sehen uns im nächsten Video.